wie man so einen Unfallschaden kalkuliert. Das würde ich euch jetzt mal zeigen. Oder bin ich blind? Nee, doch, da ist doch, ja, doch blind. Moin Moin, im Sinne des Wortes. Es ist nämlich 5.30 Uhr heute zwischen den Tagen 2021 aus 2022. Nach dem Intro seht ihr einen ganz schön gemeinen Unfall. Model Y. Was ist da passiert? Das Rad ist durchgeknickt, also Spurstange kaputt und vorne Stoßstange, Kotflügel. Und das Auto holen wir jetzt ab aus Berlin. Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht mal eine ganz interessante Geschichte, wie sowas abläuft. Denn wir holen die Fahrzeuge wirklich schon mittlerweile von weit her, weil die Kunden das Vertrauen in unsere Arbeit haben und das Vertrauen zu uns haben. Und deswegen geht das heute Morgen los mit zwei Mann allerdings. Normalerweise fährt einer alleine, aber da das Auto nicht mehr so richtig fahrbereit ist, das Rad steht nämlich ziemlich schief, habe ich gesagt, fahrt mal lieber mit zwei Mann, dann kann einer sich reinsetzen, der andere mit der Winde oder wie auch immer. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und jetzt gehe ich erstmal zu den Jungs, zu den Fahrern und dann sollen die mal loslegen. Es ist ziemlich kalt, es ist noch ziemlich dunkel, wie ihr seht, aber die wollen ja auch rechtzeitig zurück sein. Man kann ja gar nichts sehen, Mensch. Ich glaube, wir filmen nachher noch was. Viel zu dunkel. Fahren wir erstmal los. Dann fahren Sie dahin. André hat noch gewunken. Auf geht's nach Berlin. So, später mehr dazu, Leute. So, Meister, alles geklappt? Wunderbar. Guck mal hier, PCP hat es geschützt. Ja. Da, und der sieht auch noch gut aus. Oh je. Oh je, oh je. Na ja, dann laden wir mal erstmal ab, ne? Und dann gucken wir uns das Ganze erstmal an. Schwuppdiwupp ist das Auto in der Werkstatt. Naja, so richtig schwuppdiwupp war das nämlich nicht, weil die Spurstange ja gebrochen war. Und das war schon ein bisschen Fummelkram. André steht da gerade. Magst du mal hochmachen, André? Also hier konnte jetzt zum Beispiel das PCP nicht den Unfall abhalten. Da und da ist der Lack noch gut. So, also, wir mussten hier natürlich ein bisschen improvisieren, dass das Auto überhaupt wieder fahrbar ist. Oh, da kann man nicht viel sehen. Ja. Aber ihr seht, Spurstange ist gebrochen und hier ist auch garantiert das Lenkgetriebe kaputt. Darum werden wir das aus Sicherheitsgründen natürlich neu machen. Hier ist das eine Ende. Hier ist das andere Ende. Ja, und was an Karosserieteilen ist, wird André jetzt gucken, indem er das Auto auseinander nimmt. Ja. Und dann
werden wir sehen, was noch alles kaputt ist. Ihr seht vielleicht so schon, wenn wir jetzt so gucken, wie schräg das Rad steht. Genau. Aber nichts, was wir nicht reparieren können. So, wie ihr seht, Auto ist zerlegt. Hier sind die Teile. Wir machen jetzt noch mal, wir wuchten noch mal das Rad, ob das Rad heil ist. Und ja, André, Kotflügel, Stoßstange, Scheinwerfer, also Radhausblende. Kotflügel, Halter, Gießhalter, neues Gießebogen. Ja. Ja, Befestigung muss man wieder. Und wichtig bei so einem Unfall, Lenkgetriebe. Ja. Lenkgetriebe geht auch neu. Okay, ich schreibe mal auf. So, Kotflügel haben wir vorne links. Kotflügel vorne links ersetzen. Kotflügel vorne links ersetzen. Scheinwerfer auch, ne? Ihr habt gesehen. Ich bin jetzt von André gekommen. Wir haben die Liste zusammen ausgefüllt, was an dem Auto dran ist. Und jetzt gehen wir in mein Büro und ich würde euch gerne mal zeigen, wie man so eine Kalkulation aufmacht, wie die Teile, so, also wie die Grafik aussieht und ja, wie das so mit den Preisen sich darstellt. Wir haben zum Beispiel immer aktuelle Preise, weil wir direkt mit diesen Daten von Tesla natürlich auch versorgt werden. Und von Audatex. Ja, unser Kalkulationssystem heißt Charisma. Und das würde ich euch jetzt mal zeigen. Ich hoffe, dass das euch interessiert, wie man so einen Unfallschaden kalkuliert. So, mein Arbeitsplatz zeige ich euch auch einmal. Also ich habe gerade Aufträge gemacht, ne? Wir haben Jahresabschluss und einmal geguckt, was sind Überhänge und wie viele Tesla-Termine haben wir noch mit Unfallwagen. Das ist nur Tesla. Alles Tesla. Wahnsinn, wie viele Leute mittlerweile mit den Unfallschäden zu uns kommen. Herzlichen Dank für euer Vertrauen. Ich kann euch immer nur wieder sagen, wir sind mit dem Herzen dabei. Ihr kriegt eine 1A-Qualität bei uns. So sieht mein Arbeitsplatz aus. Und jetzt geht's los. Dann werde ich mal die Kalkulation aufmachen. Nun werde ich einmal das Bildschirmaufnahmetool starten, damit wir den Bildschirm aufnehmen können. Ich habe mir Folgendes gedacht, wir machen da mal einen Zweiteiler draus. Also jetzt habt ihr gesehen, wie wir das Model Y aus Berlin abgeholt haben. Der nächste Schritt habt ihr gesehen, wir haben die Schadensaufnahme vor Ort am Auto, am zerlegten Auto gemacht. Ich habe mir die Notizen gemacht und jetzt wird das Auto quasi kalkuliert. Bedeutet im Umkehrschluss, nach der Kalkulation machen wir nochmal so eine Zwei-Mann-Augen-Kontrolle. Mein Mitarbeiter, mein Betriebsleiter, der schon viel besser kalkulieren kann wie ich, der guckt einmal drüber, ob ich irgendwas vergessen hat. Dann geht das zu der Sachbearbeiterin bei uns. Die reicht es bei der Versicherung ein. Die kümmert sich auch um die Freigabe. Ja, und so ist im Grunde der Werdegang. Wahrscheinlich wird hier eh ein Gutachter zugezogen, aber ja, spielt keine Rolle. Wir kalkulieren ja auf jeden Fall so, wie sich das gehört. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Jetzt stelle ich euch hier mal unten hin. Jetzt gucke ich nur ein bisschen nach unten herab zu euch, aber es spielt ja keine Rolle, weil wir wollen jetzt ja den Bildschirm sehen und nicht mich auf dem Video. Also, hier habe ich quasi schon den Model Y eingegeben. Jetzt gehe ich hier in die Schadenserfassung rein. Leider sieht man bei dem Aufnahmetool die Maus nicht, das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, lässt sich nicht ändern. Ja, wir gehen erstmal in die Außenkarosserie, da wissen wir ja schon alles, was kaputt ist. Wir haben die Stoßstange vorne, die muss erneuert werden. Und jetzt fragt er uns gleich, weil wir es nicht gleich eingegeben haben, was für eine Art Lack ist es? In diesem Fall ist es ein Dreischicht-Mika-Lack. Genau, Entschuldigung, ein Zweischicht-Mika-Lack, jetzt habe ich mich geirrt. Ein Zweischicht-Mika-Lack. Und wir gehen wieder in die Kalkulation zurück. Also Stoßstange vorne wird ersetzt. Dafür brauchen wir die Mutter, selbstverständlich. Kostet 92 Cent, ist noch so ziemlich das günstigste mit. Und den Befestigungssatz, den brauchen wir selbstverständlich auch. So, jetzt haben wir aufgeschrieben, den Scheinwerfer Tagfahrlicht vorne links ist auch defekt. Muss also auch ersetzt werden. Das muss auch ersetzt werden, genau die Abdeckung. Und jetzt brauchen wir noch den
PTC vorne links brauchen wir. Linke Seite erneuern. Ja, lackieren müssen wir den auch. Genau, die werden nämlich in schwarz geliefert. LE heißt zum Beispiel Lackierung erneuern, nur dass ihr schon mal gehört habt. So, den Halter, den nehmen wir auch lieber gleich neu. Und den inneren brauchen wir auch von der linken Seite. Der ist auch kaputt, genau. Da sagt das Programm wieder, vergiss die Lackierung nicht. Lackieren und den Halter nehmen wir auch dafür nochmal neu. Sicher ist sicher. Für 25 Cent macht man da nichts verkehrt. So, dann geht es weiter. Wir brauchen den Kotflügel vorne links. Der ist natürlich total matsch. Sehen wir oben links, 336,13 Euro kostet das Teil plus Mehrwertsteuer. So, die Zierleiste am Kotflügel war auch kaputt. Die Radhausschale ist auch gerissen. Die muss auch neu. Der Blinkerkamera war heil. Hier ist nur ein kleiner Schramme. Das machen wir in der eigenen Position nachher. Natürlich der Scheinwerfer. Der muss natürlich neu, selbstverständlich. Und, ups, den habe ich nicht ganz getroffen. Den Halter unten links, den brauchen wir auch neu. Das ist schon mal das. Was wir jetzt machen, ist, da die Farbe hundertprozentig passen soll und wir ja wirklich keine Farbunterschiede haben wollen, lackieren wir die Tür mit ein. Und zwar müssen wir dafür den Spiegel abbauen, den Griff abbauen, weil abgeklebt wird bei uns nichts. Das wird alles auseinandergebaut. Viele, viele Werkstätten kleben es ab. Das mag ich nicht. Bei solchen teuren Autos, wir machen das nicht. Wir bauen es auseinander. So, das ist eine Oberflächenlackierung. Und zwar wird das dann so eingeblendet, nennt sich das. Kann ich euch vielleicht nachher während der Reparatur zeigen. So, hier sind wir erstmal durch. Eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar brauchen wir hier vorne noch eine Schraube. Genau, linke Seite. Und ich habe noch eine Sache vergessen. Mutter links, die brauchen wir auch neu. Aber was ich jetzt eigentlich wollte, ist bei dem Kotflügel nämlich die Kombination. Hohlraumversiegelung brauchen wir hier. Na, oder und hier heißt es halt unter Bodenschutz, aber dann machen wir das so. 2 AW, da fehlt jetzt noch das Material, das ist immer nur der Arbeitswert. AW heißt immer Arbeitswert. So, jetzt gehen wir einmal in die Hauptgrafik zurück. Ihr seht, in dem vorderen Bereich ist es rot geworden. Das bedeutet, da haben wir drinne kalkuliert. Jetzt gehen wir in die Achse rein und zwar erstmal auf die Felge. Die Felge müssen wir auf jeden Fall prüfen. Dafür müssen wir sie einmal abbauen. 2 AW prüfen wir sie. Und den Reifen, den müssen wir auch prüfen. Den werden wir nämlich einmal wuchten, ob der überhaupt noch rund läuft und ob er Beschädigung hat. So, da sagen wir auch 2 AW für. Gut, das haben wir. Jetzt geht es daran, ihr habt ja gesehen, das Teil hier ist gebrochen an der Lenkung. Also hier wird die Lenkung erneuert aus Sicherheitsgründen. Und weil man nicht weiß, was da genau vielleicht noch ein Haarriss hat, nimmt man bei solchen sicherheitsrelevanten Teilen den Bereich um die Schadstelle quasi neu. Wird jeder Gutachter machen, weil keiner will dafür haften, wenn man halt auf der Autobahn mit 120, 180 fährt, 100, 200, wie auch immer, dass da irgendwo ein Haarriss entstanden ist während des Unfalls und dadurch quasi das Leben eines Fahrers gefährdet ist. Also diese Sachen werden, sicherheitsrelevante Sachen werden immer gleich neu genommen. Hier haben wir nochmal den Reifendrucksensor, der zeigt einen Fehler an. Deswegen werden wir hier auch nochmal einmal prüfen. Wo haben wir hier prüfen in Kombination? Hier haben wir nur Nebenarbeiten, keine Prüfung. Oder bin ich blind? Nee, dann nehmen wir hier, doch, da ist doch PE, prüfen. Ja, doch blind. So, auch in dem Bereich haben wir alles. Jetzt müssen wir noch Folgendes machen. Jetzt gehen wir mal raus aus der Kalkulation. Ach, ich habe was vergessen. Upsala, ich muss nochmal wieder rein in die Kalkulation. Ja, passiert mir natürlich auch. Ich habe vergessen, Eingangsvermessung und Ausgangsvermessung. Nach der Spur einstellen müssen wir ja nochmal eine Eingangsvermessung, eine Ausgangsvermessung machen. So,
jetzt wollen wir mal einmal gucken hier. Fahrwerk und Federung. So, das. Fahrwerk, Federung hinten. Nee, das Programm hat sich jetzt schon wieder ein bisschen verändert, seit ich das letzte Mal dabei. Ich kalkuliere ja, muss man ehrlicherweise sagen, nicht mehr so oft, weil das meine Mitarbeiter machen. Ich kümmere mich mehr darum, Videos zu drehen für euch. Na. So, passt auf. Jetzt machen wir nochmal Folgendes. Ich habe noch zwei Dinge. Und zwar hat die Haube vorne noch einen Kratzer, genau an der Kante. Also ich bin kein Freund davon, deswegen gleich die ganze Haube neu zu lackieren, weil der Kratzer ist mini. Und deswegen machen wir das so, dass wir sagen, die Haube vorne, links, Mitte lackieren wir nur an. Es ist letztendlich fürs Auto halt besser. Da gehen wir 10 AW für, also eine Stunde. Und das ist halt fürs Auto wirklich besser und deswegen mach ich das. So, hier müssen wir jetzt noch den Unterbodenschutz bzw. die Hohlraumversiegelung zugeben. Das finden wir hier unter RF-Randpfannencodes. Hinzufügen, Hohlraumversiegelung, Teilreparatur. Ach, ich habe noch einen Teil vergessen, fällt mir gerade ein. So, dann nehmen wir 10 Euro fürs Material. Und da fällt mir noch ein, das ist natürlich immer gut, auch wenn man sich das aufschreibt, Halter instand setzen. Wir haben einen Halter vergessen. Und zwar der Halter, wo der Kotflügel dran ist. Ihr habt die große Beule im Kotflügel gesehen. Jetzt müssen wir nochmal wieder rein in die Schadenserfassung. Und zwar hier vorne. Das war verkehrt. Ich muss hier in die innere Karosserie. Wir müssen einmal auf diese Seite wechseln. Das ist nämlich innen. Und diesen Halter hier, linke Seite, den müssen wir instand setzen. Auch wieder, da sagen wir mal eine Stunde. Okay, dann haben wir diesen Halter noch, der muss nicht erneuert werden. Nee, der war das. Ja, genau. So, dann machen wir instand setzen. Sagen wir mal da 5 AW. Und den Halter, der war, glaube ich, auch mit in leichter Mitleidenschaft gezogen. War nicht so doll, aber es war halt verbogen. Und der Kotflügel muss natürlich, nicht 10 AW. Das muss natürlich immer, der Kotflügel muss natürlich akkurat passen. Und deswegen muss man da den Halter anlackieren. Da das Fahrzeug vorher eine Hohlraumversiegelung bekommen hat, bekommt er jetzt auch wieder den Hohlraum da drauf. Vorher wird das natürlich einmal anlackiert. Das mache ich gleich noch in den eigenen Positionen wieder. So, das haben wir. So, jetzt gehen wir einmal wieder raus und dann haben wir das auch gleich schon. Gleich haben wir den Preis für diese Kalkulation. Hier sind jetzt noch falsche Werte drin. Hier muss ich jetzt die Stundenlöhne noch einmal ändern. Das kommt daher, dass wir... Ups, verkehrt. Dass wir im nächsten Jahr neue Stundenlöhne haben. Und wie ihr seht, wir haben hier immer verschiedene, weil wir natürlich auch unterschiedliche Gruppen haben. Aber das ist so die reguläre... Genau. Wir haben hier noch eine Position vergessen, Halter anlackieren. Und zwar auch wieder LI. LI heißt Lackierung instand setzen. LE heißt Lackierung erneuern. Ganz wichtig, wir arbeiten natürlich alle hier nur mit Kürzeln, sonst würde das gar nicht da ausgeschrieben gehen. Passen, gehen, was rede ich? Halter links lackieren. Nach Langhalter links, nach instand setzen. Und dann gehen wir mal hier rein, Zusatztext, lackieren. So, da nehmen wir auch nochmal 10 AW für eine Stunde mit allen drum und dran. Und dann blitzen wir hier oben, da ist so ein kleiner Blitz neben dem Auto und dann haben wir so langsam die Endsumme. Und inklusive Mehrwertsteuer sind wir jetzt bei einer Summe für dieses Fahrzeug bei ungefähr 11.117 Euro. Ist natürlich eine Menge Geld, aber ist auch ein großer Unfall. Ich schätze mal, da kommt sogar noch das eine oder andere zu, weil ich habe mich noch eben gerade vergessen, was ich euch vorhin zeigen wollte, nicht gleich gefunden habe. Die
Achsvermessung vor Reparatur und die Achsvermessung nach Reparatur. Wenn man eine neue Lenkung einbaut, muss man natürlich die Achse vermessen. Und ich habe noch eine Sache vergessen. So einfach ist das nämlich alles gar nicht, wenn man das so aufnimmt. Ich habe hier die Felge lackieren. Die Felge hat ja schließlich auch Kratzer. Und deswegen müssen wir die nochmal auch mit reinnehmen. Aber ihr seht, sehr umfangreich, Felge. So habt ihr das mal gesehen. Ich schätze, der Schaden mit allem drum und dran wird sich nachher bei 12.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer mit neuer Lenkung und allem drum und dran einpendeln. So, jetzt ende ich mal damit. Ich gehe mal wieder in meinen Flur, weil da haben wir einfach besseres Licht. Ja, das Licht haben wir nämlich extra ausgesucht, weil man hier ganz gut drehen kann. Und hier hinten, der ist hinter mir mein Kollisionsspezialist. Und da vorne ist mein Roter in Schwarz-Weiß. Ja, schön, dass du bis an diese Stelle zugeschaut hast. Ich habe noch eine Sache, ganz wichtig. Ab 2022, wir haben den Tesla-Mitarbeiter, also ehemaligen Tesla-Mitarbeiter, Roy eingestellt. Roy war als Tesla-Ranger unterwegs und war im Service Center Rostock. Roy hat jetzt zu uns gewechselt. Und deswegen werden wir in Zukunft ganz viele neue Sachen anbieten, nämlich Fahrwerksreparaturen Model S und Model Y. Model 3 und Model X und Model S, genau. Und Model 3 und Y werden wir Tieferlegungen und diese ganzen Dinge machen. Wir werden Inspektion zukünftig anbieten, also Filter wechseln, Batterie wechseln, diese ganzen Dinge. Ich sage immer, alles wie bei Zimmermann wird das. Spurvermessung, Einstellung und so weiter. Und auch wir werden natürlich gucken, dass wir nachhaltig reparieren und nicht alles blind austauschen. Wir haben mittlerweile 3 komplette Model S und X Fahrwerke liegen, inklusive Federbeine, Luftfederung und so weiter. Also es ist alles da. Wenn ihr Probleme mit euren Fahrwerken habt, könnt ihr gerne vorbeikommen. Ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt oder überhaupt erstmal wissen möchtet, was los ist, dann an die info@jürs-lackiererei.de. Ja, in diesem Sinne, schön, dass du bis hierhin dabei warst. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und bleib gesund. Die nächsten Videos folgen und die werden spannend mit dem Roy, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich freue mich auf den Roy mega, ich werde ihm demnächst vorstellen und ja, habe ich alles. Bitte Daumen hoch, in 2022 möchte ich endlich den 10.000er-Grenze schaffen. Ich würde so gerne endlich 10.000 haben. Wenn ihr mir dabei helft, wäre ich euch total dankbar. Wenn du meinen Kanal schaust und noch nicht abonniert hast, würde ich mich irre freuen. Seht zu, bis dahin, eine gute Zeit. Seht zu, tschüss, tschüss.